Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Schröders Nebenwerte-Watchlist und der Name der Sendung verrät natürlich schon. Ich schalte jetzt zu dem Kollegen Michael Schröder ins Homeoffice und wir sprechen über diverse Nebenwerte. Hallo Michael, wir starten heute mal und du gehst heute 5 Wetten auf steigende Werte ein. Das müssen wir auch mal zu Beginn der Sendung gleich erwähnen. 5 Werte hast du dabei, wo du eben mit steigenden Kursen rechnest. Der erste davon, pferdewetten.de. Da ist es ja schon ganz gut gelaufen. Also die Aktie in diesem Jahr ist ja gut gelaufen und gut soll es auch geschäftlich weitergehen. Zumindest hat ja der Vorstand hier diverse Wachstumspläne. Warum bist du positiv gestimmt, was den Wert angeht? Ja, weil das Geschäft einfach rund läuft. Jetzt 2020 Corona bedingt auch etwas geschwächelt, weil ja, jeder kann sich's ja vorstellen, dass selbst die Pferderennen hier nicht mehr stattgefunden haben. Ohne Rennen keine Wetten. Aber das ist Schnee von gestern. Am Ende des Tages stehen für das abgelaufene Jahr immer noch 14 Millionen Umsatz und rund 2,3 Millionen EBIT zu Buch, also 40 Cent die Aktie ungefähr. Wir werden hier in dieser Woche noch den Geschäftsbericht bekommen und eben auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Und der wird eben zeigen, ja, warum diese Aufwärtsbewegung, die man hier im Chart ganz gut sieht, noch nicht beendet ist. Hier schon mal erwähnt, Montega Research, das Kursziel für die Aktie bei 25 Euro festgelegt und ich rechne ja auch im laufenden Jahr mit dynamischem Wachstum unsererseitig, geht es von 14 auf 18 Millionen und beim EBIT ein Sprung von den ja, 2,3 Millionen ungefähr mit auf über 4 Millionen, also unterm Strich dann möglicherweise schon 70 Cent je Aktie zu verdienen. Dividende gibt es für die Anteilseigner auch eine kleine. Also alles in allem, wenn man hier auf den Chart blickt mit dem jüngsten Kaufsignal, sprich dem Sprung auf ein neues Hoch, sollte die Aktie jetzt hier zur Trendfortsetzung ansetzen und mit dem entsprechenden Ausblick vom Vorstand für das laufende Jahr rechne ich mit einem dynamischen Anstieg über die 20-Euro-Marke hinaus, sodass wir dann im Laufe des Jahres auch das Kursziel der Analysten ansteuern können. Also insgesamt hier eine recht spekulative, aber auch heiße Wette mit einer recht guten Quote. Machen wir weiter mit Norma. Da hat sich ja recht wenig getan bei diesem Wert, bei dieser Aktie in den letzten Wochen und Monaten. Warum rechnest du damit, dass sich das jetzt dabei ändern könnte? Ja, hier ja, wiederholt sich die Begründung 2020 natürlich Corona-bedingt ein recht schwaches Jahr. Man sieht es hier, du hast es angesprochen, im Chart ist mehr oder weniger gar nichts passiert seit Anfang Januar, nach der Aufwärtsbewegung im November, den sehr, sehr viele Nebenwerte mitgemacht haben. Aber ja, 2021 sollte das Unternehmen wieder beim Umsatz weiter wachsen und auch profitabler werden. EBIT-Marge von 12% wird angestrebt. Mittelfristig erwarte ich hier eine deutlich höhere EBIT-Marge, also jenseits von 16%. Und die Aussichten sind nicht schlecht. 40 bis 50% der Umsätze werden aus der Automobilbranche im Automobilbereich generiert bei dem Verbindungstechnik-Spezialisten. Aber er hat halt noch ein ja, heißes Eisen im Feuer, das Wassermanagement, was hier einiges der rückläufigen Umsätze aus der Autobranche abgefangen hat und auch in den kommenden Jahr sehr vielversprechend erscheint, zumal das Unternehmen hier sehr einen dicken Fuß in Amerika in der Tür hat und der Präsident ja hier mit seinem Konjunktur- und Infrastrukturprogramm eben auch den Wasserbereich subventionieren und modernisieren will, also hier auch die Chance auf weiterhin gute Auftragslage. Alles in allem gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier im Laufe des Frühjahrs in den Sommer hinein mit den Zahlen für das Q1 möglicherweise einen Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange sehen. Also jetzt auf dem aktuellen Niveau bei rund 39 Euro kann man durchaus einen Fuß in die Tür stellen und dann prozyklisch mit dem Sprung über die 41, 42 Euro Marke diese Position ausbauen. Warburg hat das Kursziel vor kurzem auf 55 Euro angehoben als Indikation einmal. Also 2021 sollte sich hier einiges verbessern, operativ und damit dann auch hier der Chart, die Aktie aus ihrer Lethargie erwachen und in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen. Wir machen weiter mit Traton. Hier hat sich ein Stiefelanalyst positiv geäußert, die Aktie von Hold auf Buy hochgestuft, Kursziel 29 Euro. Was stimmt denn den Analysten und dich hier optimistisch?
Ja, die gute Aufstellung des Unternehmens und die Rückkehr auf den Wachstumspfad, das ist hier das Thema. Dann gibt es noch ein bisschen Fantasie aus dem, ja, aus der E-Mobilität, die auch in der Lkw-Branche Einzug hält. Aber am spannendsten bei dieser Geschichte ist eben, dass sich jetzt zuletzt der eine oder andere, eben nicht nur Stiefel, sondern andere Analysten positiv geäußert haben. Und hier sehen wir ein ähnliches Chartbild wie bei der Norma vorher. Lange Seitwärtsbewegung. Jetzt am unteren Ende der Range bei 22,50 leicht nach oben gedreht, damit die Chance, dass wir hier wieder kurzfristig Richtung 25,50 steigen. Und du hast es gesagt, 29 Euro, das Kursziel der Stiefelanalysten mit dem Kaufsignal, könnte man dann hier wieder in die nächste Aufwärtsbewegung gehen. In diesem Chart erkennt man es nicht ganz so gut, da im November von 16 Euro dann in den Januar hinein auch knapp 60% plus. In dieser Aufwärtsbewegung in dem Chart sieht man es ebenfalls nicht, dass wir davor, hier sieht man es besser, im Mai letzten Jahres auch aus dieser Konsolidierungsbewegung, aus dieser Seitwärtsbewegung einen schönen Rallye-Shoot nach oben gemacht haben, dann wieder seitwärts, dann der im November bereits angesprochene Sprung. Und im Moment stehen die Chancen aus meiner Sicht ganz gut, dass wir hier schon bald den Start oder jetzt gerade den Startschuss für die nächste, für die dritte Aufwärtswelle sehen, sodass man eben hier auch auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür setzen kann und dann mit dem Kaufsignal, also mit dem Sprung über die 25,50 € vorzüglich ausbauen, die Position. Also auch hier insgesamt ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, zumal man diese Trading-Position hier mit einem Stopp bei 22 relativ gut und eng absichern kann. Weiter geht's mit Masterflex. Hier sagt der CFO Mark Becks vor ein paar Tagen, einiger Zeit, dass es ein klarer Wachstumswert ist. Was spricht denn für diese Aussage? Ja, dass der Nischenplayer schon seit Jahren im Geschäft ist und mit seinen Schlauchverbindungen aus Hochleistungskunststoffen innovativ unterwegs und ja, einen breiten Kundenstamm hat, viele Branchen anspricht und auch hier selbst in der Corona-Zeit gutes Geld verdient hat, aber eben nicht so viel, wie das Unternehmen ja, im Vorfeld angedacht hatte. Das war auch das Problem in der Vergangenheit, dass man hier ja unter den eigenen Erwartungen, stets unter den eigenen Erwartungen geblieben ist. 2019 wurde dann ja ein Effizienz- und Kostensenkungsprogramm angestoßen, was ohne Corona vermutlich schon im letzten Jahr sichtbare Erfolge gezeigt hätte. Jetzt hat sich das Ganze auf der Zeitachse ein bisschen nach hinten verschoben. Wenn wir jetzt hier gleich mal auf den etwas längeren Chart gehen, können wir auch auf die Charttechnik noch ein bisschen eingehen. Aber wie gesagt, im laufenden Jahr sollte es jetzt gelingen, dass das Unternehmen operativ eben auch in Sachen EBIT-Marge wieder über die 10%-Schwelle kommt. Also wieder mehr verdient oder so viel mehr verdient, wie es in Aussicht gestellt hat bei leicht steigenden Umsätzen. Alles in allem operativ also durchaus gut unterwegs und charttechnisch will ich auch noch ein Wort darüber verlieren. Sind wir jetzt hier, haben wir uns schon von den Tiefständen aus dem letzten Jahr sauber erholen können, sind hier in einer leichten Aufwärtsbewegung mit dem Sprung auf ein neues Hoch über 7,20 €, haben wir hier das passende Kaufsignal und ich habe mal die letzten Analystenstudien, die jetzt nach den Geschäftszahlen auch veröffentlicht wurden. Die Kursziele liegen irgendwo im Bereich zwischen 9 und 10 Euro. Das ist auch das Niveau, was die Aktie vor 2, 3 Jahren schon mal hatte, als eben die EBIT-Marge bei über 10% lag. Also durchaus immer noch ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis für diese Aktie. Sollten sich die Anleger mal etwas genauer anschauen, auf die Watchlist nehmen oder auch auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen. Also eine solide 50% Chance auf Sicht von 12 Monaten bietet die Aktie aus meiner Sicht. Und wir schauen zuletzt noch auf Helmer Eigenheimbau. Hier hat die Aktie in diesem Jahr schon rund 37% zulegen können. Warum rechnest du mit noch weiter steigenden Kursen? Ja, einmal Helmer jetzt auf besonderen und vielfachen Wunsch von den Zuschauern, dass ich mich mal wieder zu diesem Thema äußere, weil in den letzten Monaten da Funkstille herrschte. Seitens des Unternehmens gab es jetzt frische Zahlen und du hast gesagt, die Aktie kann sich hier, oder befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend, hat in diesem Jahr schon einiges an Wert zulegen können. Ja, Helmer Eigenheimbau profitiert in doppelter Hinsicht. Einmal ist die Nachfrage nach Wohnraum enorm. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß das. Und parallel dazu sind natürlich die Finanzierungs- und die Förderungsbedingungen extrem gut, da ja hier eine schöne hohe Nachfrage, selbst im letzten Jahr, ist der Auftragseingang weiter
gewachsen. Und der zweite Punkt ist der Bereich Ferienimmobilien. Wir haben das früher schon mal angesprochen. Hier ist das Unternehmen seit einigen Jahren auch aktiv und die Nachfrage ist hier richtig explodiert im letzten Jahr. Eben der Trend zum Urlaub daheim, der weg vom Massentourismus und den Flugreisen hin zum Eigenheim. Und da hat Helmer einiges Schönes im Programm und das macht sich jetzt bezahlt. Und mit dieser steigenden Nachfrage sollte sich dieses Wachstum in den nächsten Jahren auch weiter fortsetzen. Also wir haben jetzt 274 Millionen Euro Umsatz 2020 gehabt und eine Marge von 8,1%. Und ich gehe davon aus, dass wir im laufenden Jahr über die 300 Millionen Schwelle hinausgehen und dann die Marge schon Richtung 9%. Und bis 2024 sollte dann auch die 400 Millionen Euro Marke beim Umsatz geknackt werden und wieder eine prozentual zweistellige EBIT-Marge erreicht werden. Also das Umfeld passt und die Zuschauer von früher wissen auch, dass sich das Unternehmen frühzeitig viele Grundstücke jetzt aktueller Wert 1,8 Milliarden Euro gesichert hat. Also es muss jetzt quasi nur noch gebaut und ausgeliefert werden. Das Umfeld passt, das Sentiment passt und der Chart spricht Bände. Die Aktie ist wieder im Aufwärtstrend. Analystenkursziele liegen jenseits der 70-Euro-Marke. Also hier investierte Anleger, die diese lange Durststrecke überstanden und ausgesessen haben, bleiben investiert und selbst ein Neueinstieg auf diesem Niveau sollte sich mittelfristig rentieren. Dann bist du jetzt alle fünf Wetten eingegangen. Jetzt geht nichts mehr. Wir schauen, wie sich die Aktien weiterentwickeln. Dankeschön für heute, Michael. Gerne. Ja, und schön, dass Sie dabei waren bei Schröders Nebenwerte-Watchlist. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Auf Wiedersehen.